Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar heute gibt es mal wieder eine Reaction und zwar von Epic Farming. Mit dabei ist natürlich der Manuel. Grüß Servus, grüß Gott dir. miteinander. Ja, kommen wir weiter nach langer Zeit ein Video. Aber zu dem Thema kommen wir mal wenn anders. Ja, genau. Heute schauen wir uns mal mit dem lieben Manuel Lohnbetrieb Hilmar Thomsen an. Genau. CCM-Ernte in Episch. Bei mir ist Geil. es auch schon auf dem Titelbild. Mit CCM-Ernte. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang rum. Wir schauen direkt rein, würde ich sagen, oder? Dann lass rennen, das Video. Let's go. Let's go. So, machen wir noch schön groß. So. Guck mal, geiler Drescher. Jeden Alter, die CC-Mühle. Vor allem, Leute, müssen wir noch schnell sagen, heute nehmen wir das erste Mal mit so einer App auf, wo man zusammen gucken können. Ja, genau, Premiere. Also von dem her kann was sein, dass mal was jetzt so ganz passt. Wir sind nur im Austausch, Leute. Von dem Genau. her, ja, chillt. Das wird noch besser. Keine Angst, jetzt geht's weiter. Heute sind Ui, wir da ist hier aber und auch gerade preschen richtig Körnermais. gelogen. Der Körnermais wird auf dem Land sofort vermahlen zu Maismehl und dient als Futter einmal für die Schweinemast und wie wir hier sehen für die Biogasanlage. Ja, mein Ah, Julian, jetzt weißt du ja mal, worum es da geht, für was man das Brot, das hast du ja vorher Name. müssen, so kreuzen, gell? Also, Genau. Name ist Björn Strand, ich bin 38 Jahre. Ich führe einen landwirtschaftlichen Betrieb mit meinem Das Vater. muss ich ja jetzt Wir aussagen. haben Das als ist richtig geil. Schwerpunkte Du kannst euch Ackerbau, anhalten, wenn Biomasse, du willst. Ich kann Biogas und anhalten, wenn ich anhalte. Schweinemast. Ja. Und bewirtschaften Überleege mal, es 140 geht so Hektar. warm nur da immer erhalte. Nee, du. Jawohl. Ah, Digga, auch geiles Video jetzt schon. Ohne Witz. Ah, schön mit Drohne aufnehmen, Alter. Das Beste. Krone, Krone auf, aber die haut halt immer raus. Kannst du sagen, Ja, die was du Flächen, die willst, ja. wir vorhin gesehen haben, das sind einmal 2,9 und 3,4 Hektar. Und das, was wir da gedroschen haben, liegt jetzt hier bei der Biogasanlage. Und wir haben vor 2 Wochen schon mal CCM gedroschen. Und das waren ca. Alter, die 38 aufnehmen halt. Hektar. Und die haben wir zu Hause einsiliert in dem Fahrsilo für die Schweinemast. Geil, geil. Weil die Musik passt auch perfekt. Ja. CCM ist eine Abkürzung, Corn Cob Mix, kommt aus dem Englischen und heißt Korn Spindelgemix. Und der Vorteil bei der Biogasanlage ist, dieser Inputstoff ist schnell verfügbar und kann schnell Gaslücken ausgleichen, die im Silo meist zum Beispiel vorkommen. Wenn gewisse Partien im Silohaufen sind, die weniger Gas bringen, können wir das mit dem CCM unwahrscheinlich schnell um. Aber ohne Witz kennst du das Ei, dass man es bei euch bei den Biogasen macht, als bei uns nicht. Wenn es Bei weiß, uns Keks mit geil. halt. Bei uns geil. Ist einfach da, der Hexter klagt und jalla. Also ich weiß, für bei der Schweine machst, weiß ich, dass sie das bei uns in der Region macht. Aber für Genau, genau. BGA Ja, komplett bei uns, Neuland. ich sag so wie es ist, bei uns sei doch keines. Kann ich noch gar nichts drum, was mit CCM. Gar nichts. Ja. Aber rein gar nichts. Biogas, ne? Ich mal, ich schiebe auch unterschiedlich. Ah ja. Also. Aber wie viel Dreschen das sind. Geil. Ja, schon. Beim Tucano, Alter. Richtig. Genau der 450er Tucano, der hat 3 Kilometer weiter von unserem Ort, hat er einer. Immer über Sommer kommt er 3 Wochen und dann der Sohn fährt mit dem Ding richtig geiles Gerät, Ich muss ich finde das sagen, wie es Design ist. halt von dem richtig fresh. Ohne Also, ich Witz. finde Ich es finde geil. es geil, so hier so, mit so allein schon da, wo so das Rohr drin ist, weißt du Ja, schon genau, genau. ja. Die Ausbuchtung Das finde ich so da, geil. Genau, das finde ich richtig ja. Ist geil. ja geil. Jalla. Babe. Jetzt sind da geile Shots, Alter. Richtig geil, klar. Ist ja schön, okay. Vor allem auch immer geiler Sound, geile Musik passend.
Ja, also mein Name ist Henning Rohe. Ich komme eigentlich aus Altneute, das liegt bei Friseute. Und ich bin ausgelernter Landwirt mit einer Weiterbildung als staatlich geprüfter Betriebswirt. Und jetzt was bin ich hier noch dunkel. Shovel auf meinen ehemaligen Lehrbetrieb fest angestellt. Das spiele ich mit Sitz so. Ja, also neben mir ist mein Chef Bernd Schrand selber. Mein Gott, passt schon. Das Weizen ist vor allen Dingen wichtig, dass der Silo, also das CCM, gut verdichtet wird. Daraus wird der Sauerstoff aus dem Silo rausgedrückt. Dann hat man sogenannte Silage, anaerobe Bedingungen, das heißt Sauerstoffabschluss. Und dachte ich jetzt dauert. Wir wollen eine 100%ige Futterqualität hier silieren und somit ist es wichtig, dass der ganze Sauerstoff rauskommt. Und dann gibt es auch keinen Schimmel oder Hefepilze, die den Silo befallen. Und wir können so eigentlich zu 100% den Silo astrein verfüttern. Sogar Frau am Steuer. Mhm. Das heißt nicht nur so, dass immer noch alles spielt. Geht ja auch Frau. Ja, cool, look, gell? Ja. Ja. Ja, ich bin heute mit dem größten Trecker vom Betrieb, dem Fendt 722 und der hofeigene Mulde abgefahren. Mir war noch eine Aushilfe mit am Fahren, mit einem weiteren Schlepper des Betriebes. Das war ein Fendt Anhänger, 411 aber. Mit zwei 8-Tonner Kipper. Dachte ich, ihr zahlt das mit so einem Anhänger da fahrt. Krone, ja, schön Drehschäbel. Oh, Drehschäbel, nimm mal auf. Warum schlechte Erfahrungen damit gemacht? Schlechte Erfahrungen. Im LS auch, im LS kannst du starke Bohnen nehmen und kannst einen weglupfen, das Ding. In echt schon ein paar schlechte Erfahrungen mit Drehschäbel gemacht, Digga. Weil ich muss mehr aktivell trinken, ja. Überleg einmal, ich häng schon am Drehschäbel. Ja, dann zieh da! Ja, ich probier mal, ob ich den rumkrieg, den Karren. Im LS funktioniert's immer. Ja. Oh, geil. Also wir arbeiten mit der Firma Thomsen schon seit über 30 Jahren zusammen. Mein Vater hat er damals angefragt über das Silomaisfahren und die konnten damals als einziges Lohnunternehmen eine komplette Abfuhrlogistik bieten von Silomais. Und weil damals die Arbeitszeit knapp war, haben wir uns damals für die Firma Thomsen entschieden und sind da bis heute geblieben, weil das ein sehr solides Unternehmen ist, zuverlässiges Unternehmen und die haben sehr gute Fahrer, wo man sich auch jederzeit darauf verlassen kann. Die fahren ruhig und sauber und das ist auch schon viel wert, wenn die Fahrer vernünftig durchs Dorf fahren. Ich muss sagen, im Lohnunternehmer, da siehst du halt, dass irgendwie so Firmenlackierungen, wie das normal kennt. Ja, das stimmt. Da ist ja bloß ein Schriftzug drauf, aber zum Beispiel, wenn du beim Blunk oder so guckst, ja, kennst du halt gleich von weitem, gell, mit ihrer Felgenfarbe. Okay, Blunk, ja. Ja. Stimmt schon, doch Reif jetzt. Ja, Reif auch. Ja, wohl, Reif ist jetzt eigentlich auch jetzt so extrem. Reif hat doch keine Firmenfarbe, also keine Felge. Ja, stimmt auch. Ich glaub, es hat halt auch klassische Fendt und fertig. Ja, genau. Fendt vorne drauf aufs Motorhaube, ihr Logo und yalla, Abfahrt. Ja. Sehr gut. Und weil die Rücksichtnahme auf die anderen Bürger wird auch immer wichtiger. Am Firma Thomsen ist immer das persönliche Umfeld, ist immer, man kommt gut mit den Angestellten und mit den Leuten klar. Wenn man Fragen hat, ist immer einer zur Rede und Stellung. Die arbeiten sehr sauber und vernünftig. Die Hexafahrer sind alle top in Ordnung. Und ja, selbst die Juniorchefs haben sich hier blicken lassen und sind auch 100%ig drauf.
Ja, gut. Ich würde sagen, ich spule gerade mal ein bisschen zurück hier. Nur schönes, für die Leute, die Glas mögen. Schöner Glastraktor. Und natürlich ganz klassisch ein Glastrascher. Aber mal, was würde ich sagen, wie hat dir das Video gefallen? Geil, geil. Auf jeden Fall können wir noch mehrmals so Folge Hassle, hätte ich gesagt. Hat Spaß gemacht. Ja, gell. Okay. Mir hat es auch Doch. gefallen. Hat Ich muss Bock gemacht. sagen, richtig, richtig geiles Video. Echt Ja. richtig geil, finde ich. Richtig geile Maschine, muss ich sagen. Richtig geile Aufnahme. Richtig geile Musik. Ich Und auch finde, was mir dazu, kann man glaube ich, echt wohl. dass man woanders Genau. das als Konomais für Biogas macht. Wenn ich so Genau. auskennt, gut, man lernt was Genau. dazu. Ja, wie sagt man immer, man steht keinen Tag dümmer auf, wie man ins Bett geht, oder? So sieht's aus. In dem Sinne, Leute, schaut auf jeden Fall beim Kanal vorbei von den Jungs. Ist Genau. natürlich unten in die Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr auch das ganze Originalvideo anschauen. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Schaut auch gern beim Mario vorbei und dann würde ich Meine beim sagen, Julian. genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.